WhatsApp ist ja längst nicht mehr nur zum Texten da, sondern viele telefonieren auch mit der App, auch gerne natürlich mit Video. Und wenn ihr nicht wollt, dass da jeder gleich sieht, wie es hinter euch aussieht, dann zeige ich euch heute, wie ihr den Hintergrund ändern könnt bei einem Videoanruf, und zwar auf einem Samsung-Handy. Hallo, ich bin die Simone und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem Video von Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Heute geht es um Videoanrufe bei WhatsApp und konkret darum, wie ihr den Hintergrund dabei ändern könnt. Denn ihr kennt das bestimmt aus anderen Programmen wie Zoom oder Teams bei Videokonferenzen. Da kann man ganz einfach den Hintergrund ändern, zum Beispiel verschwommen machen oder irgendeinen schönen Hintergrund sich dahin basteln. Bei WhatsApp geht das generell nicht. Nicht, aber bei Samsung. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr auf euren Samsung-Smartphones bei WhatsApp, bei Videoanrufen den Hintergrund ändern könnt. Wir schauen es uns natürlich gemeinsam an, und dazu müsst ihr nicht in WhatsApp, sondern erstmal in die Einstellungen. Denn wie ich es gerade erklärt habe, es ist eigentlich ein Dienst, den Samsung anbietet, der dann in WhatsApp integriert wird. Und dazu müsst ihr dann zuerst mal in die Einstellungen. Also ich zeige es euch natürlich am Samsung-Handy. Und wenn ihr dann in die Einstellungen geht, also hier über das Zahnrad, dann könnt ihr euch entweder ewig durchklicken. Viel einfacher ist es aber übrigens, die Lupe zu benutzen, also die Suchfunktion. Generell übrigens ein ganz guter Tipp, wenn ihr mal was sucht in den Einstellungen, dann könnt ihr hier bei der Lupe eingeben, zum Beispiel Tastatur oder was auch immer, und dann kommt ihr ganz schnell zu dieser Einstellung. So, und was wir jetzt brauchen, das nennt sich Videoanrufeffekte. Und das könnt ihr hier jetzt einfach mal in die Suchleiste eingeben, und dann findet er ein Ergebnis und hier klicken wir drauf. Also Videoanrufeffekte, so nennt Samsung diese Funktion, und die findet ihr dann hier unten. Genau, und wir sehen, es ist ausgeschaltet. Und wenn ihr das jetzt eben wollt, dass der Hintergrund geändert werden kann, dann müsst ihr das aktivieren, und zwar einfach draufklicken und hier einschalten. Und dann seht ihr hier unten schon verfügbare Apps. Also hier zeigt euer Smartphone dann an, in welchen Apps das verfügbar ist. Und wir sehen, hier ist auch WhatsApp dabei. Und ob das wirklich bei WhatsApp funktioniert, das schauen wir uns natürlich gleich gemeinsam an. Davor schauen wir uns unser Verlagsprogramm an. Schaut rein auf bildnerverlag.de. Da habt ihr eine Riesenauswahl an tollen Praxisbüchern, und ich empfehle euch an dieser Stelle natürlich unser WhatsApp-Android-Buch. Da habt ihr nochmal von Anfang an tolle Tipps dabei, alles erklärt, von Datenschutz über Konto einrichten, alles Mögliche, alles auf einen Blick. Und es gibt auch zwei Kapitel gratis, die könnt ihr euch per E-Mail einfach schicken lassen zum Reinschnuppern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch ihr könnt heute natürlich wieder ein Buch gewinnen. Einfach einen Kommentar schreiben und dann seid ihr mit dem Lostopf dabei. Ich wünsche euch viel Glück und jetzt starten wir einen Videoanruf und schauen mal, wie das funktioniert mit diesem Hintergrund. Dazu öffnen wir natürlich erstmal WhatsApp und suchen uns einen Kontakt aus, den wir anrufen möchten. Wir nehmen die Alexandra, und dann könnt ihr einen Videoanruf starten, wie gewohnt hier oben über das Kamerasymbol. Und dann schalte ich gleich mal schnell das Mikro aus, damit es kein Feedback gibt. Hallihallo. So, und jetzt tausche ich das Ganze gleich schon mal, damit ihr das besser sehen könnt, wie das hier funktioniert mit dem Hintergrund. So, also bei den Samsung-Handys, guck mal hier oben ganz klein ist so eine Kamera mit so Sternchen drauf. Und da müsst ihr draufklicken. Das sind die Videoanrufeffekte. Und dann öffnet sich hier ein Menü. Das verschwindet dann auch ziemlich schnell wieder, damit der Anruf nicht gestört wird, aber ihr könnt es jederzeit dann auch wieder öffnen. So, und jetzt versuchen wir einfach mal hier Hintergrund. Und genau, hier ist jetzt ausgewählt kein Hintergrund. Also ihr seht das. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Farbe haben wollt, dann ist das hier. Da gibt es ein paar. Okay, hier wird schon was eingestellt. Es gibt rosa, grün, blau und so weiter. Also da könnt ihr euch austoben. Und was natürlich sehr beliebt ist, die Unschärfe. Das kennen viele aus den Zoom-Meetings oder mit Teams, dass der Hintergrund unscharf wird. Und das müsst ihr hier anklicken. Lassen wir es mal kurz verschwinden. Schauen, ob es funktioniert. Jawohl, alles unscharf. Ihr könnt nichts sehen. Und funktioniert auch ziemlich gut. Ja, und das war sogar noch nicht alles. Ihr könnt auch ein eigenes Bild als Hintergrund verwenden. Das funktioniert auch hier über dieses Kamerasymbol. Also wir klicken hier nochmal drauf. Und dann nochmal unter Hintergrund.
gibt es hier Bild. Und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr in eurer Galerie und könnt euch dann ein schönes Foto aus eurer Galerie aussuchen. Da eignen sich natürlich vielleicht so Strandfotos oder schöne Landschaftsfotos. Wir nehmen hier mal diesen schönen Wolkenhimmel. Dann bekommt ihr eine Vorschau. Und jetzt müssen wir das hier kurz wegschieben. Genau, ihr könnt dann nochmal abbrechen oder wenn es euch gefällt, dann geht ihr einfach auf OK. Und wir sehen schon, es funktioniert. Ich mache es nochmal groß. Jawohl, also ein wunderschöner Wolkenhimmel. Greenscreen tut sich ein bisschen schwer, aber so in Summe würde ich sagen, funktioniert es ganz gut mit diesem Wolkenhimmel. Und ihr könnt dann auch jederzeit während des laufenden Anrufs zwischen diesen Einstellungen wechseln. Vielleicht noch eine ganz wichtige Info, die Einstellung könnt ihr nur während eines laufenden Anrufs machen, denn nur dann erscheint eben diese Kamera mit diesen Sternchen. Aber während des Anrufs könnt ihr rumwechseln, wie ihr lustig seid. Also ich zeige es euch natürlich. Wir sind jetzt hier in dem Bild, aber ich kann jetzt auch während des Anrufs zum Beispiel die Farbe auswählen oder in die Unschärfe gehen. Ein bisschen weiter weghalten, dass ihr das gut seht. Oder natürlich zum Beispiel auch sagen, gar keinen Hintergrund. Also mir gefällt jetzt zum Beispiel am besten das mit dem eigenen Foto. Das stelle ich hier nochmal ein. Über Hintergrund und Bild. Genau, und dann seht ihr schon, hier gibt es eine kleine Vorschau von diesem Foto und es gibt sogar die Möglichkeit, dass ihr hier mehrere Fotos einfügt. Das geht dann aber nicht bei WhatsApp, sondern dann müsst ihr wieder zurück in die Einstellungen, also in diese Videoanrufeffekte. Moment, wenn wir hier in die Einstellungen reingehen, dann suchen wir hier nochmal die Videoanrufeffekte. Hier sind sie. Genau, schiebe ich das hier mal nach oben, dass ihr gut sehen könnt. So, hier seht ihr die Funktion Hintergrundbild und dann könnt ihr schon erkennen, das ist das Bild, das ich vorher gerade eingefügt habe und daneben erscheint ein kleines Plus. Und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr wieder in eurer Galerie und könnt euch dann noch ein anderes Foto aussuchen. Also zum Beispiel hier die Palmen. Und dann seht ihr schon, ihr habt jetzt zwei Fotos zur Auswahl. An dieser Stelle könnt ihr übrigens auch eins löschen. Ich mache jetzt einfach noch mal eins dazu. Genau, jetzt habe ich hier drei zur Auswahl. Und wenn ihr dann wieder eins löschen wollt, dann könnt ihr das auch hier machen. Einfach ein bisschen länger draufbleiben. Dann erscheint hier dieses Minus. Und dann könnt ihr auch eins wieder löschen. So, und jetzt sehen wir, weil ich es gelöscht habe, erscheint jetzt hier im Anruf gleich das Neue. Ich mache das jetzt wieder groß. Also hier sind jetzt die Palmen erschienen und wenn ihr jetzt zu einem anderen Foto wechseln wollt, dann geht ihr hier nochmal auf Hintergrund, Bild und dann seht ihr, jetzt habt ihr hier zwei Fotos zur Auswahl, die wir vorher ausgesucht haben. Und dann könnt ihr hier einfach zwischen den Fotos wechseln. Also wenn ihr hier klickt, dann haben wir die Wolken oder ihr könnt dann auch jederzeit, schon wieder verschwunden, das andere Foto nochmal auswählen und wenn ihr mehr Fotos da aktiviert, dann habt ihr natürlich auch mehr Auswahl. So, und das Interessante an diesen Videoanrufeffekten am Ende ist jetzt auch, diese Einstellung wird gespeichert in WhatsApp. Also wenn ich jetzt hier mit der Alexandra auflege, das können wir natürlich gerne mal testen, und einen neuen Videoanruf starte, dann wird die letzte Einstellung übernommen. Also wenn ich jetzt nochmal die Alexandra schnell anrufe, dann werdet ihr sehen, dass die Einstellung übernommen wurde. Also überlegt mal, womit ihr dann endet. So, wir sehen jetzt hier, die Palmen sind noch da. Eine spannende Sache, die aktuell leider nur auf Samsung-Handys funktioniert, weil eben das eine Funktion von Samsung ist und nicht von WhatsApp selber, aber eben in WhatsApp integriert wird. Und wenn ihr generell so eher der Typ Sprachnachrichten seid und nicht so gerne Videos habt, dann schaut auf jeden Fall mal hier rein, denn da habe ich 5 tolle Tipps für euch zu Sprachnachrichten.